Hallo, herzlich willkommen zu einem Nuclear Throne Let's Play von mir, schon mehr. Das letzte Mal haben wir es super weit mal geschafft, oder ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, aber irgendwann hatten wir es super weit geschafft und yay! Was doch viel cooler ist, ich habe jetzt eine Weile lang nicht mehr aufgenommen und jetzt wieder das Spiel gestartet und die Charaktere sind auch alle da, nicht so wie das eine Mal, wo alle weg waren, yay! Und ich werde jetzt einfach mal, das Kill Chicken war schon öfters, nehme jetzt einfach mal, ja, die Pflanze, weil die schneller ist und schnellere, irgendwelche Schnellcharaktere sind immer gut. Wow, pfiou, pfiou. Und man merkt vielleicht auch, dass ich schon eine Weile lang nicht mehr aufgenommen habe. Das Spiel hier aufgenommen habe. Denn ich spiele auch ziemlich schlecht. Yay! Da. Aber ich weiß wenigstens gibt es noch das Wissen von dem letzten Mal, ja. Ich meine, man wird ja nicht nur durchs Spiel so besser, sondern auch durchs alleinige Wissen, irgendwelche Dinge zu wissen. Wissen, ja. Irgendwie so. Also, ja, es wird schon irgendwie funktionieren. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Parts ich überhaupt von dem Spiel her machen soll. Wenn nicht, dass ich jetzt 10 Millionen Parts mache und irgendwie mal rausfinden, dass ich richtig schlecht in dem Spiel bin und dann eigentlich die ganze Zeit nichts wirklich Tolles passiert. Das wäre dann schon irgendwie ein bisschen nutzlos. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir werden es schon noch irgendwie mindestens einmal schaffen, diesen komischen Boss da zu besiegen. Das will ich auf jeden Fall. Also einmal das Spiel so halbwegs durchspielen, kann man das so sagen? Ja. Okay, Level Up. Was holen wir uns denn? Ja, langweilig. Interessant. Okay, ich nehme das hier, Slow Enemy Bullets, yay, langsame Gegner, Schüsse, wird ziemlich nützlich, wenn man Dingen ausweichen will. Und die Nahkampfwaffe ist schon wieder so gut. Boah, ja, ist schön langsam, man sieht auf jeden Fall, dass die Bullets ziemlich langsam geworden sind. Sehr, sehr, sehr schön für uns. Und nee, nicht du schon wieder. Vielleicht... Aber das Gute ist, dass es so langsam ist, dass wir leicht ausweichen können. Und ich habe so viel zum Wissen. Ich habe vergessen, dass er durch Wände springen kann. Yay! Oh Mann. Und oh, verdammt, mir ist gerade aufgefallen. Ich habe gar nicht die Uhrzeit im Kopf und so. Und ich muss ganz kurz auf die Uhr schauen. Okay. Nicht, dass das jetzt hier eine 1000 Millionen Folge-Dings wird. Minutenfolge, ja. Linksweg, so. Ich würde mal sagen, wir wechseln einfach mal die Charaktere. Am besten zu meinem Lieblingscharakter, das Chicken. Denn es geht schon irgendwie am meisten ab, oder? Also mal ganz ehrlich, das ist schon irgendwie beste von allem. Was? Yay! Yeah. Vor allem die Zeitlupe ist ziemlich nützlich. Verreck doch! Und ich meine, man tut relativ wenig Munition verbrauchen, und wenn man mal Munition braucht, hat man die. Aber den kleinen kann man einfach das hier benutzen. Man muss nur gut genug werden, um nicht so arg zu verkacken. Und was soll er, wie viel Munition will ich noch droppen? Perfekt. Das ist so soll es aussehen. Immer die ganze Zeit Munition droppen. Nahkampfcharakter. Okay, jetzt Laserpistole. Donk. Und oh, Level 2. Das war mal eine schöne erste Ebene. Mehr Item-Jobs vielleicht. Was gibt's noch? Homing Bolts. Okay. Mehr Item-Jobs. Warum nicht? Es wird schon nützlich werden, hoffe ich. Wenn nicht, wäre es doof. Bonk. Oh ja. Es ist nur noch die Frage, wie das jetzt mit den Waffen ist. Denn. Die Laserpistole ist schon cool und mit den mehr Item-Jobs sollten wir auch relativ oft an Munition kommen, oder? Ich weiß es gar nicht, was alles zu Item Shops gehört. Munition wahrscheinlich schon, also keine Ahnung. Wir werden es auch herausfinden. Oh, die Laserpistole geht ja richtig ab. Ihr habt den einfach mal gewonnen, das. Ey, da braucht schon so eine doofe Machine Gun. Oh, hier schnell auf. Schnell mal die Sachen aufheben, bevor das Portal kommt und uns wegreißt in eine andere Dimension. Ich frage mich, wie viel Nahkampfteile die aushalten. Okay. Wow, zu viel. Zu viel auf einmal. Okay.
das schnell wegmachen, bevor es Probleme macht. Und dann, Max Energy. Also heißt es, oh verdammt. Das heißt also, dass wir maximal 55 Energie haben können. Ausgerüstet. Und kann er nicht mehr sterben. Heilige. So. Heftig. Mann. Egal. Die Viecher sterben ziemlich schnell bei unserem Laser. Glaube ich. So war es auf jeden Fall. Bei dem anderen Laser? Keine Ahnung. Und überlebt. Ist gar nicht mal so einfach, ja. Und? Ach nee. Nein. Schnell aufmachen. Okay. Sind sicher. Maschinengun. Dafür sicher sein. Unwichtig. Wer braucht schon sowas, Mann? Was gibt's noch? Langweilig. Nein. Also, mehr HP ist schon ziemlich schön. Ich denke mal, das nehmen wir. Das hört sich ziemlich cool an. Ja. Verdammt. Wir sind schon im Rattenlevel. Und die Viecher, die sind nicht mehr wonne, die Drecksratten. Fatz. Boah, ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Da war der Typ, der explodiert. Zum Glück ist nichts passiert. Die Zeitlupe ist so verdammt nützlich. Aber auch nur, weil man das die ganze Zeit machen kann. Könnte man das nicht die ganze Zeit machen, dann wäre das nicht so gut. Aber trotzdem noch, keine Ahnung, wahrscheinlich immer noch relativ okay. Aber ich will die auch am besten die ganze Zeit machen. Die ist vor allem in solchen Momenten ziemlich nützlich. Und du kannst mich mal kreuzweise. So, hier sind gleich mal die Kisten. Und XP. Wäre nur ziemlich cool, wenn wir irgendwie noch an Leben kommen. War das der Run hier, wo wir mehr Item Drops ausgewählt haben? Ich glaube schon. Bin ich sicher. Aua, hat er uns erwischt? Scheiße. Egal. Wir werden schon überleben. Vor allem, wenn wir noch irgendwie an HP rankommen, was aber irgendwie im Moment gerade nicht so wirklich der Fall ist. Leider. Fatz. Oh, das war's schon. Wow, was für eine langweilige Ebene. Nicht mal ein Level up. Mann. Oh je. Weg von dem Auto. Ach nee. Wir sind wieder bei so einem Teil angekommen. Schade, dass das nicht durch die Gegner durchschießt, sondern einfach dann stoppt. Glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Oh, weg mit dir. Der doofe Nahkampfpisser da, der hat mich schon mal umgebracht. Der kann mich mal kreuzweise. So. Und oh je. Hier ist die Sniper-Säcke hier, die kotzen mich auch bis an. Und wow, warum ist der explodiert? Ich will nicht, dass Gegner explodieren. Das bedeutet nämlich, dass die uns dann irgendwann mal ziemlich arg schaden könnten. Wenn wir Pech haben. Und puh, da ist der Laser, glaube ich, sogar durch die Gegner gerade durchgegangen. Obwohl ich dachte, das passiert nicht. Puh. Yay, Nahkampf. Heavy Crossbow. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Um ehrlich zu sein. Weil ich mag den Crossbow an sich, aber der ist relativ schwer zu treffen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt haben will. Ich teste ihn einfach mal. Und. Boom! Oh, okay, Explosion, weg damit. Keine Explosion. Ich will sowas nicht benutzen. Ist mir viel zu gefährlich, weil ich mich jedes Mal selbst damit umbringe. Und das würde ich mir nicht antun. Yay, yeah, unser Nahkampf. Reichweite ist gar nicht mal so schlecht. Flame Shotgun. Hört sich interessant an. Aber ich glaube, ich hätte doch lieber die Laserpistole. Homie, oh, jetzt war es so. Ach, egal. Mutate later. Keine Ahnung. Melee Range. Oh! Melee Range. Perfekt. Wir haben noch so viel Glück haben jetzt. Ach, verdammt. Natürlich ist da ein Drecksauto. Egal, vielleicht. Kann ich von hier aus? Oh! Schaut euch die Range an. Okay. Ich werde jetzt erstmal von hier. Jetzt bin ich ja in Sicherheit. Da werde ich jetzt erstmal versuchen, alles wegzuhauen. Und ja, gut, das war's dann wohl. Boom, alles explodieren lassen. Pow! Ich mag die Explosion. Max Bullets. Ja, die sind eh unwichtig, die Bullets. Wir haben eine Laserpistole. Aber wir haben auch maximale Energie, also ist das auch egal. Yay! Ich bräuchte nur noch mehr Angriffstempo. Und dann werden wir so unglaublich stark im Moment, wahrscheinlich. Und es ist so nützlich, vor allem bei solchen Gebieten, wo so viel Wandzeugs dabei ist. Weil man da überall einfach durch die Wand hauen kann. Fatz. Ja, bring dich doch selber um, Versager. Fatz. Ich mag dieses Killer-Chicken einfach so arg. Es ist so gut. Es ist einfach so unglaublich cool.
einfach mal alles niederschnetzeln zu können. Vor allem, wenn die Ranger-Hütte ist. Yay! So. Ich meine jetzt ganz ehrlich, wir sind jetzt in dem Level-Teil hier noch nicht wirklich in Gefahr gewesen. Vielleicht am Anfang ein bisschen, aber das war's auch schon. Ziemlich cool. Hoffentlich kommt kein nerviger Boss, der uns dann aufhalten wird. Aber wir haben ja noch unser Laserpistole, die auch verdammt stark ist eigentlich. Ein Toxic, oh Mann, so viel Elementzeugs. Erst Feuer und ein Toxic, auch wenn das jetzt nicht wirklich Elementzeugs ist, aber egal. So eine Art. Fatz. Ja, bring ich selber um. Solche Emos. Oh je. Ich glaube, ja, ich mache das einfach mal kurz. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Hallo? Bringt das irgendwas? Oh. Ja. Es bringt irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Fatz. Fatz. Wie, ich dachte, der greift. Die greifen normalerweise auch diese anderen Viecher hier an. Egal. Ich bringe ihn einfach mal so um. Er wird hier nicht viel machen können. Und was? Warum ist es nur einer und warum. Okay, so viel dazu. So viel zu nur einer. Fuck, die gehen ein bisschen ab, vor denen habe ich Schiss. Nein, lass mich ruhe. Fatz. Nein! Der hat geschummelt. Egal, wir haben noch unsere Laserpistole. Boah, das war knapp. Du kannst nicht mehr kreuzweise, ja? Wir haben unsere mega Slow Motion und. Sehr schön, das war's. Mit dem Pisser da. So, okay, einer von denen ist schon weg. Ich frage mich, ob es eine Belohnung gibt, wenn man die Leute hier umbringt. Oder ob die vielleicht eine coole Waffe fallen lassen. Wer weiß. Nein, kann man da rein? Nein, nicht mal das. Kann man es kaputt machen? Ja. Okay, keine Ahnung, was die jetzt wirklich machen. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Es ist gar nicht. Aber trotzdem, keine Ahnung. So, und XP. Und ich bin Level Up. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier neben rauskommen. Ich frage mich, ob noch so ein Kopf da ist. Ich hoffe nicht. Die sind nämlich ziemlich ätzend. Ist nur die Frage, wo soll denn ein Gegner? Gibt es hier eine Karte? Nein. Also M, auf M auf jeden Fall nicht. Mal schauen, wie. Woher weiß man, wo Gegner sind? Hä? Was soll das eigentlich? Oh, hier ist er. Was ist? Yeah! Ich brauche aber endlich mal ein bisschen mehr HP. Langweilig. Mutate later, keine Ahnung. Oh, der ist schon. Oh, das könnte eigentlich interessant werden. Aber dieses Mutate Later, ich habe keine Ahnung, was das macht. Soll das irgendwie die Mutation verstärken oder sowas? Ich teste es einfach mal. Keine Ahnung. Wir werden es auch rausfinden. Hoho! Oh. Ich habe mich schon zu arg an die Range gewöhnt, als sie mir jetzt schon unspektakulär hier irgendwie vorkommt. Voll schade eigentlich. Und du schießt mich nicht mit Feuer ab, du Pisser. Und jetzt hätte ich gern die kompletten XP überall. Die überall ist, nicht überall. Was auch immer. Wow. Heavy Crossbow. Ja, ja, den kann man ja schon. Fatz, den brauchen wir nicht. Obwohl Explosionen schon ziemlich cool sind. Aber. Zu cool für mich. Schade eigentlich. Ach nee. Haha, die Penner können wir gar nicht. Ich habe viel größere Range, ja? Was macht die jetzt? Fatz. Lightning Pistol, okay, keine Ahnung. Oh, verdammt, das ist. Ah, das ist ja halt dieser doofe Laserhund. Nicht Laserhund. Wir haben die Laser. Der ist ja halt dieser doofe Hund. Oh mein Gott, nein! Ich werde nicht an die HP rankommen. Schade eigentlich. Oder? Oh, doch! Perfekt! So, so geil. Yay! Wie einfach mal voll viel für uns getroppt hat. Und die Teile, die können wir, glaube ich, auch irgendwie auf die Gegner zurücklenken. Und der tut ziemlich oft Munition fallen lassen, glaube ich. Fatz. Ah, nein. Nein, die Explosion hat uns. Wir leben noch. Oh mein Gott, sei Glück. So, jetzt aber. Throne Butt. Chicken. Normal Movement Speed during Slow Motion. Mal schauen, ob es noch irgendwas gibt. Nein. Oh, das ist so. Okay, dann nehmen wir das. Das scheint ziemlich geil zu sein. Jetzt ist alles langsamer, aber wir sind immer noch so schnell. So perfekt. Oh nein! Okay, so viel dazu. Ich hab verkackt. Komm schon, Leben. Drop Leben. Mann, oh. Wir haben gerade sowas Cooles bekommen. Da kommt so ein Pister Kacklaser. Warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange die Folge im Moment geht. Und ich habe Angst, die zu lang zu machen. Also glaube ich, dass ich jetzt die Folge beenden werde. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu kurz. Also,
Wäre schon schön, wenn ich so 15 Minuten ist, aber vielleicht ist jetzt nur 10. Keine Ahnung. Ich tue jetzt auf jeden Fall mal die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.